Mit dem iPhone filmen in Apple ProRes Log. Was ist das, wie geht das und auf was muss man achten? Darum geht es in diesem Video. Auf geht's! Ihr seht, ich war ein paar Tage auf der Insel Jüst gewesen und habe da mal das neue Apple ProRes Log Format ausprobiert. Ich habe auch mit verschiedenen Kamera-Apps gefilmt und einfach versucht, das Beste aus diesem neuen flachen Bildprofil herauszuholen. Doch was ist Apple ProRes zunächst einmal überhaupt? Bei Smartphone-Videos ist ja generell das Problem, dass die Aufnahmen immer überschärft sind. Das Ganze sieht von vornherein irgendwie nach Handy-Video aus und nicht nach professionellem Filmlook. Die Bilder haben einen starken Kontrast und auch die Sättigung ist eigentlich nicht das, was man so aus klassischem Film kennt. Ein Smartphone-Video ist damit direkt entlarvt als Smartphone-Video. Man kann noch so viel im Color-Grading im Nachhinein da machen, aber man erkennt doch immer, das Ganze ist ein Telefon-Video. Und das will das Apple ProRes Log-Format ändern, denn erstmals sehen die Aufnahmen, die man mit diesem ProRes Log-Format macht, aus wie mit einer Cinema-Kamera. Das Schöne am ProRes Log-Format ist es nämlich, dass die Aufnahmen im nachträglichen Color Grading, wenn man also dieses flache, gräuliche Bildprofil wieder nachbearbeitet, dass das Ganze dann wirklich nach Film aussieht. Man erkennt nicht mehr auf den ersten Blick, dass diese Aufnahmen dann mit einem Handy gemacht wurden. In zahlreichen Videos habe ich ja bereits versucht, mit dem Smartphone cinematisch zu filmen. Exemplarisches Beispiel zum Beispiel unser Top Gun Videodreh, wo wir das Ende von Top Gun Maverick nachgefilmt haben. Und zwar 1:1, einmal mit einer 50.000 Euro RED-Kamera und andererseits mit einem normalen iPhone. Trotz eines umfangreichen Color Gradings erkennt man schon noch, welche Aufnahmen mit einem Handy gemacht wurden und welche mit der teuren Kinokamera. Klar, ist natürlich logisch, alleine die Sensorgröße macht natürlich einiges aus. Aber Handy-Videos werden natürlich schnell entlarvt durch ihre Schärfe. Schaut man sich jetzt jedoch mal die Aufnahmen in ProRes Log an und vergleicht diese 1:1 mit einer normalen iPhone-Aufnahme, dann siehst du schon direkt den Unterschied. Die ProRes Log-Aufnahme ist nicht mehr so digital nachgeschärft wie die normalen Handyaufnahmen. Und das ist eben das, was den typischen Filmlook ausmacht. Und damit eignet sich jetzt dein iPhone auch ideal zum Beispiel als Zweitkamera für professionelle Aufnahmen, wenn du zum Beispiel als Hauptkamera eine Sony FX3 hast oder ein anderes professionelles Kamerasystem und möchtest zusätzlich noch B-Roll-Aufnahmen mit dem Handy dazu steuern, dann kannst du das perfekt farbkorrigieren und abgleichen, sodass das eigentlich fast niemandem mehr auffällt, der kein geschultes Auge hat, dass die einen Aufnahmen mit einer professionellen Kamera gemacht wurden und die anderen eben mit einem normalen Handy. Das ist echt ein entscheidender Vorteil und für mich auf jeden Fall auch wieder ein Grund als Filmemacher zu sagen, ich greife in Zukunft verstärkt wieder auf mein Handy zurück bei Filmaufnahmen. In letzter Zeit habe ich ja doch das ein oder andere Projekt wieder verstärkt mit einer richtigen Kamera gefilmt, weil mich noch weitere Sachen am iPhone gestört haben, wie zum Beispiel auch diese störenden Lichtreflexionen, diese typischen Lensflares bei einem Handyvideo, die jetzt auch mit dem neuen iPhone 15 doch schon deutlich besser geworden sind. Das ProRes Log-Format, dieser Codec von Apple, ist unwahrscheinlich speicherhungrig. Und deswegen kann ich eigentlich nur dringend davon abraten, die Aufnahmen direkt auf dem Telefon zu machen, weil ruckzuck ist der Speicher voll. Wenn ich zum Beispiel ein komplettes Urlaubsvideo in Apple ProRes Log filme, ich bin zum Beispiel eine Woche unterwegs gewesen auf Jüst, hätte ich das alles hier in einem iPhone gefilmt, wäre mein iPhone, glaube ich, schon nach 3 Tagen voll gewesen. Die Erfahrung hatte ich bereits mit dem normalen ProRes-Format vor 2 Jahren gehabt, als ich in der Elbphilharmonie gefilmt habe. Da ging nach
drei Tagen gar nichts mehr. Ich kann dir da auf jeden Fall dringend abraten, pures Log-Format Aufnahmen direkt auf dem iPhone zu speichern. Mit der normalen iPhone-Kamera-App kannst du in den Einstellungen ProRes Log aktivieren und dann kannst du in der Video-App oben hier auf diesen Button ProRes Log tippen und dann wird das ProRes Log-Bildformat freigeschaltet und du siehst direkt, das Bild wird deutlich gräulicher, entsättigter. Das typische Log-Format. Bei professionellen Kamerasystemen ist ein Log-Format eigentlich Standard. Bei Sony gibt es zum Beispiel das Sony S-Log 3-Format. Dazu habe ich auch ein entsprechendes Video schon bei mir auf dem Kanal veröffentlicht, wie du da die entsprechenden Einstellungen machst, um das Maximale aus deinen Aufnahmen herauszuholen. Hier verhält es sich jetzt etwas anders, denn das ProRes Log-Format vom iPhone funktioniert eigentlich nicht so wie ein normales Log-Format in Sachen Belichtung und Aufnahmemöglichkeiten. Zunächst einmal musst du in deinem iPhone das ProRes Log-Format aktivieren. Und das machst du wie folgt. Du gehst in die Einstellungen rein, dann gehst du in das Menü Kamera und hier wählst du Formate aus. Und bei Formaten kannst du so ein bisschen nach unten scrollen. Dort siehst du bei Videoaufnahme den Punkt Apple ProRes. Der sollte aktiviert sein. Und jetzt hast du die Möglichkeit, eine ProRes-Codierung noch auszuwählen und hier hast du eben den Punkt Log als unterstes. Die oberen beiden Punkte HDR und SDR sind noch entsprechende andere Formate. Wir wollen in diesem Video aber ein Log filmen, deswegen wählen wir jetzt hier den untersten Punkt Log aus. Und damit ist dein iPhone startklar für Log-Aufnahmen. Und jetzt gehst du einfach in die Kamera, wählst Video aus und da siehst du da oben links den Punkt ProRes Log. Und den kannst du jetzt aktivieren. Doch Obacht! Solltest du eine Bildrate von höher als 30 ausgewählt haben, kannst du nicht direkt auf dem iPhone speichern. Das heißt, zum Beispiel hier bei 60 Bildern die Sekunde, wenn ich jetzt ProRes Log auswähle, steht hier, ProRes wird nicht unterstützt. Das heißt einfach, dass bei dieser Bildrate die Aufnahme direkt auf dem iPhone nicht möglich ist. Okay, akzeptiere ich hier, ich wähle eine andere Bildrate, zum Beispiel von 25 Bildern die Sekunde, aktiviere jetzt ProRes Log und schon siehst du, dass das Bild direkt entsättigt aussieht. Das ProRes Log-Format ist aktiviert und ich kann beginnen zu filmen. Jetzt habe ich natürlich eine kleine Bildrate, mit der ich keine Slow Motion darstellen kann. Also man sagt ja immer, mit 25 oder 30 Bildern die Sekunde hat man eine normale Aufnahmemöglichkeit. Würde ich jetzt allerdings mit 50 oder 60 Bildern die Sekunde filmen, kann ich später ja mein Bild in halber Geschwindigkeit wiedergeben, ohne dass es ruckelt. Habe also eine Slow Motion. Ja, was tun, wenn ich genau das haben möchte und in Apple ProRes filmen möchte? Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich springe aus der normalen nativen App raus und lade mir die kostenlose App Blackmagic Camera. Das ist eine App von Blackmagic, die bekannten DaVinci Resolve Macher. Wie gesagt, komplett kostenlos. Und in dieser App kann ich Apple ProRes auswählen mit höheren Bildraten. Und somit kann ich direkt auf meinem iPhone auch mit höheren Bildraten ProRes filmen. Wie gesagt, die Dateien in Apple ProRes werden riesengroß. Und gerade wenn man eine höhere Bildrate wählt, werden diese Dateien noch größer. Deswegen kann ich also wirklich nur dringend davon abraten, die Daten direkt auf dem iPhone zu speichern und dann später zu übertragen. Das dauert Ewigkeiten und raubt einem wirklich den letzten Nerv. Alternativlösung, und so habe ich es jetzt auch auf meiner Reise auf Just gemacht. Ich habe einfach eine kleine externe Festplatte genommen, in diesem Falle eine Samsung T7 Festplatte, habe mir hier hinten so einen MagSafe Button hier drauf geklebt. Ich habe ein Arctis Case mit integrierten MagSafe und schon kann ich einfach die Festplatte hier hinten auf meiner iPhone-Hülle installieren. Dann habe ich mir hier noch so ein kleines Kabel hier zusammengeflauscht mit Kabelbinder, hochprofessionell. Und dieses USB-C-Kabel stecke ich jetzt an einer Seite ans iPhone und an der anderen Seite dann entsprechend hier in mein Telefon. Ich habe somit eine ideale, kompakte Lösung, um mit dem iPhone in ProRes Log zu filmen und direkt auf der externen Festplatte zu speichern, ohne dass hier irgendwas störend rumbaumelt. Ein weiterer Vorteil ist nämlich, wenn ich diese Festplatte hier wieder abnehme, kann ich sie ganz einfach zum Beispiel an meinen Mac anschließen und direkt mit den Daten arbeiten. Ich spare mir also wirklich einiges an Wartezeit und dieser Workflow ist doch eigentlich hocheffektiv. Viel besser als erstmal umständlich die Daten via Kabel oder AirDrop auf meinen Rechner zu übertragen.
sehr praktisch und kann ich wirklich nur empfehlen. Wenn du jetzt noch mit einem externen Mikrofon gleichzeitig aufnehmen möchtest, während du auf eine externe Festplatte speicherst, kannst du einfach einen USB-C-Hub noch anschließen und über das zusätzliche Kabel noch ein Mikrofon anschließen. So kannst du zum Beispiel auch zusätzlich noch eine externe Powerbank anschließen. Dann hast du das rundum glücklich professionelle Filmemacher-Paket, um extern in Apple ProRes zu filmen. Du hast noch ein Mikrofon dabei und auf jeden Fall Akku satt. Das nur mal so ein kleiner Tipp am Rande. Aber so als Smartphone-Filmemacher möchte man ja gerade eben mit schlankem Equipment unterwegs sein. Und da ist das eigentlich doch mehr die Lösung für professionelle Filmsets als für eine kleine Urlaubsreise. Bei deiner Aufnahme in Apple ProRes Log gibt es jetzt etwas zu beachten, nämlich die Belichtung. Im Gegensatz zu professionellen Kamerasystemen, wo man bei der Belichtung eher überbelichtet in einem Log-Format, ist es hier bei Apple ProRes Log genau anders. Man stellt die Belichtung etwas runter, man belichtet etwas unter. Das macht man deshalb, um einfach störendes ISO-Rauschen zu vermeiden und einfach auch noch mehr Bildinformation zu erhalten. Das ist also wirklich eine Besonderheit in Apple ProRes Log, dass man das Bild etwas unterbelichtet. Wie mache ich das? Erstmal sollte ich hier in den Einstellungen auswählen, dass die ganzen Einstellungen beibehalten werden. Das heißt, wenn ich also in der Kamera bei den Belichtungen irgendwas verändere, ist das von Aufnahme zu Aufnahme immer gleich, sodass ich es dann nicht bei jeder Aufnahme neu einstellen muss. Deswegen wähle ich hier den Punkt Belichtungsanpassung und wähle hier die Einstellung beibehalten. Also ich hake das Ganze an, dann gehe ich hier in die Kamera. So. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, die Belichtung zu korrigieren. Ich habe ja einerseits die Möglichkeit mit dem Videobild, wenn ich jetzt hier mit dem Finger auf den Bildschirm tippe, sehe ich ja hier dieses Belichtungsquadrat. Und wenn ich dann mit dem Finger so ein bisschen nach unten fahre, sieht man ja, wie die Sonne so nach unten wandert und die Belichtung runtergeregelt wird. Das ist das für mal eben nebenbei für die Belichtung. Wenn man es allerdings professionell machen möchte, dann wähle ich hier oben einfach den Pfeil, der nach oben zeigt. Dann öffnet sich hier unten so ein Menü, unter anderem ein Kreis mit dem Plus-Minus. Das ist die Belichtungskorrektur und die stelle ich in der Regel auf mindestens minus 0,7 bis minus 1,7 ein. Das hängt natürlich jetzt wieder ganz von den Wettergegebenheiten ab, je nachdem, ob ich strahlendes Sonnenlicht habe, ob ich abends im Dunkeln filme, wie auch immer. Das muss man so ein bisschen ausprobieren und arretieren, wo man die besten Ergebnisse hat. Auf jeden Fall ein Wert von minus 0,7 ist so der Standardwert bis minus 1,7. Minus 1,7 zum Beispiel bei besonders hellen sonnigen Tagen. Minus 0,7 ist eher so eine Einstellung für die Abendfilmerei. Und damit wird mein Bild erstmal ein bisschen dunkler. Ich habe aber in der Nachbearbeitung mehr Informationen in diesem Log-Profil und meine Aufnahmen sehen dann einfach besser aus. Deswegen ganz wichtig, Apple ProRes Log Videos immer bewusst etwas unterbelichten. Hört sich erstmal ein bisschen komisch an, wird aber die besten Ergebnisse liefern. Und dann hast du deine Aufnahmen im Kasten. Du überträgst sie entweder eben via Kabel, via AirDrop oder idealerweise direkt mit der Festplatte. Dann geht es an die Nachbearbeitung. Und bei der Postproduktion, ich arbeite aktuell mit Final Cut Pro, gibt es noch eine Besonderheit. Denn wenn du diese Daten überträgst in Final Cut Pro, dann siehst du, dass die Bilder plötzlich wieder ganz anders aussehen. Fast wieder wie normal, nämlich deutlich farbiger als noch im Log-Profil. Und was ist passiert? Final Cut hat nämlich direkt dein Bild wieder umgewandelt in ein normales Rec. 709 Format. Das ist das normale Standard-Videoformat umgewandelt, zumindest von den Farben her. Und das möchtest du in der Regel nicht. Und deswegen solltest du diese LUT, der Lookup Table, das ist halt die Farbkorrektur, mit dem man auch einen Filmlook in seine Videos reinbringen kann. Es gibt ja die sogenannten Blockbuster-Looks auch. Und da habe ich halt die Möglichkeit, mein Video Farb zu korrigieren. Aber man möchte ja selber mit diesen Log-Dateien das Maximale herausholen. Und erfahrungsgemäß ist die Standardumwandlung in Rec. 709 von Final Cut Pro nicht die beste. Deswegen wähle ich also hier die Menüpunkte aus, deaktiviere die voreingestellte LUT und installiere stattdessen meine eigene LUT. Empfehlen kann ich an dieser Stelle die Phantom LUTs, welche eine hervorragende ARRI-Emulation haben. Diese LUT sieht doch deutlich besser und detailreicher aus als die von Apple vorinstallierte Apple ProRes Log LUT.
Und damit habe ich alle wichtigen Einstellungen in Final Cut Pro getroffen. Natürlich muss ich jetzt diese einzelnen Korrekturen nicht bei jedem einzelnen Clip machen. Final Cut bietet ja die Möglichkeit, das Ganze als Preset zu speichern. Und so kann ich das wunderbar immer auf jedes neue Video anwenden, welches ich dann in meiner Timeline bearbeite. Und damit habe ich das maximale Ergebnis, was ich mit Final Cut dann herausholen kann. Und fertig ist meine ProRes Log Videobearbeitung. Wenn du dich generell für das professionelle Filmemachen interessierst, egal ob mit einer richtigen Kamera oder deinem iPhone, dann schau doch mal auf wollfilms.de. Da findest du die Wollfilms Academy, der ultimative Online-Kurs für alle Filmanfänger. Da erkläre ich dir Schritt für Schritt von Anfang bis Ende, wie man professionelle Videos dreht. Also schau einfach mal vorbei, wenn es dich interessiert, wollfilms.de. Du zahlst dort einen einmaligen Betrag und hast eine lebenslange Mitgliedschaft. Und regelmäßig kommen natürlich neue Videoinhalte dazu. Also hier findest du alles das, was das Herz eines Filmemachers begehrt. Egal, ob du mit einer Kamera, mit einer Drohne oder einem iPhone filmst. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video das Apple ProRes Log-Format etwas näher bringen konnte und dir helfe, aus deinen Log-Aufnahmen das Maximale herauszuholen. Gib mir gerne mal dein Feedback zu diesem Video und ich würde mich natürlich über ein Abo und ein Like freuen. In diesem Sinne, schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, euer Rainer. Ciao.